Ausgabe des Das Ding. Und uns ist Ari. Zusammen sind wir Legendary. Willkommen zu einer neuen Folge von Filmkick. So Leute, erstmal frohes neues Jahr. Wieder einmal ist ein Jahr voller fresher Filme und nicht ganz so fresher Filme zu Ende. Anfang 2016 hatten wir euch ja bereits die 8 Filme vorgestellt, auf die wir uns für das Jahr am meisten gefreut hatten. Und heute stellen wir euch natürlich passend zur Jahreswende sogar ganze 14 Filme vor, die wir sehnsüchtig in 2017 erwarten. Ein kleiner Hinweis vorweg, zweimal haben wir mehrere Filme unter einem Punkt zusammengefasst, weil sie unserer Meinung nach zusammengehören, weshalb wir quasi 10 Punkte für euch haben. Wir beginnen dann direkt unsere Liste mit dem Film Fluch der Karibik 5, beziehungsweise Fluch der Karibik Salazars Rache. Das klang fast wie Sarazars Rache, aber das wäre so ein bisschen ein anderer Film. Also, ich würde den gucken. In diesem Film stürzt sich mal wieder unser geliebter Captain Jack Sparrow in ein neues Abenteuer. Oder zumindest hoffe ich das, weil im Trailer ist er zumindest nicht zu sehen. Was wir aber wissen, ist, dass in diesem Film ein neuer Bösewicht, nämlich Captain Salazar introduced wird. Ich glaube, ich pronounce ihn für den Rest des Videos lieber Captain Salazar, weil sonst wird das nix. Captain Salazar kommt aus dem Bermuda-Dreieck zurück und will mit seiner Crew Rache an allen lebenden Piraten nehmen, aka sie töten. Und um Salazar aufzuhalten, wird anscheinend Poseidons magisches Dreieck benötigt, welches einem die Herrschaft über die 7 Weltmeere verleiht und eventuell auch Jack Sparrow die Möglichkeit geben wird, Salazar in die Flucht zu schlagen, falls Jack Sparrow vorkommt. Aber, wie gesagt, weiß man nicht. Ist klar, Disney. Jack Sparrow kommt nicht vor, ist klar. Wir machen weiter mit einem für mich persönlich ganz besonderen Film, denn die Hauptrolle hierbei wird von unserem Lieblingsschauspieler verkörpert, nämlich Big Willie Will Smith. Bereits diesen Monat können wir uns auf den Film freuen, welcher den Namen Collateral Beauty, verborgene Schönheit, trägt. Nachdem Howard Inlet in einer Tragödie seine Tochter verliert, verfällt er in eine tiefe Depression und sein Leben gerät außer Kontrolle. In seiner Verzweiflung schreibt er Briefe an den Tod, die Zeit und die Liebe, um somit seinen Verlust zu verarbeiten. Womit er nicht rechnet ist, dass diese plötzlich in Personenform erscheinen und mit ihm tatsächlich kommunizieren. Es ist ein sehr emotionaler und tiefgründiger Film und obwohl ich nicht so sehr auf Dramen stehe, freue ich mich einfach nur extrem darauf, den hier zu sehen. Ich meine, was soll ich tun? Es ist Will Smith. Ach, und Edward Norton, Keira Knightley und Kate Winslet sind auch dabei. Weiter geht es mit dem neuesten Film aus dem X-Men-Universum, der Film Logan. Dieser Film hat natürlich ein weiteres Mal Hugh Jackman in der Rolle des Wolverine, aka Logan, parat. Allerdings ist das angeblich das letzte Mal, dass wir ihn in dieser Rolle zu sehen bekommen. Holy crap, Wolverine ohne Hugh Jackman? Das funktioniert doch nicht. Nee, aber ernsthaft, das funktioniert doch nicht. Dementsprechend ist jedoch unserer Meinung nach die Machart und Story des Films ziemlich passend. Als Vorlage für den Film wurde nämlich anscheinend der Comic Old Man Logan verwendet und das Ganze wird auch davon handeln, dass Logan sich dem Ende seines sehr langen Lebens nähert, weshalb zum Beispiel auch seine Heilungsfähigkeit nachgelassen hat. Professor X alias Charles Xavier bittet Logan jedoch ein letztes Mal um Hilfe. Gemeinsam müssen sie nämlich ein junges Mädchen namens Laura beschützen, da sie aufgrund ihrer scheinbar besonderen DNA von einem Konzern gejagt wird. Eine DNA, die anscheinend ein Geheimnis in sich trägt, was auch Logan betreffen soll. Worum es sich hier wohl handelt? Comic-Fans werden hier sich wahrscheinlich schon denken können, worum es geht, aber Spoilern ist nicht cool. Auf jeden Fall hört sich das nach einem epischen Ende zu einer epischen Ära an, die man natürlich nicht verpassen darf. Momentan fragen sich ziemlich viele Fans, was ist bei DC Comics los? Bei Marvel hat man immer das Gefühl, dass alles ziemlich gut passt. Auch wenn mir persönlich die DC-Filme großen Spaß gemacht haben, gibt es leider sehr viele Unstimmigkeiten und Schwachpunkte, über die sich auch viele Fans beschwert haben. Aber womit wir ziemlich zuversichtlich sind, ist Gal Gadot als Wonder Woman. Es ist auch somit die erste richtige Verfilmung überhaupt von Wonder Woman. Ziemlich hart, wenn man bedenkt, dass man bereits seit über 20 Jahren versucht, Wonder Woman zu verfilmen, doch es wurde nie realisiert. Ganze 4 Male wurde der Film bereits seit 1996 angekündigt, aber nada. Gar nichts. Dem Trailer nach zufolge spielt der Film lange Zeit vor Man of Steel, Batman wie Superman und Suicide Squad und ist damit auch die Vorgeschichte zu Wonder Woman. Und wenn wir schon bei DC sind, Justice League. Bruce Wayne alias Batman macht sich nach den Ereignissen von Batman wie Superman auf den Weg, um ein Team zusammenzustellen und baut somit die Liga der Gerechtigkeit auf. Der Trailer sagt und zeigt noch nicht viel, aber einfach mal all diese Superhelden wie Flash, Cyborg, Wonder Woman, Batman und Superman in einem Film. Achso, Aquaman ist auch noch am Start. Warum vergisst man eigentlich immer Aquaman? Naja, wenigstens haben sie ihn jetzt zu einem richtigen Badass-Motherfucker gemacht. Ich meine, guckt ihn euch mal an. Und ich weiß echt nicht, wie ich meine Vorfreude da in Worte zusammenfassen soll. Es ist echt wie ein Traum, der wahr wird. Ich meine, Marvel hat ja mit Avengers vorgelegt und jetzt einfach mal Justice League. Puh, wenn der Film rauskommt, dann sind wir auf jeden Fall die Ersten im Kino. Das meine ich ernst. Also versucht mir nicht, meinen Platz zu klauen.
Weiter geht es mit einer Anime-Verfilmung, auf die ich mich persönlich ganz besonders freue, nämlich der Film Ghost in the Shell, welcher auf dem gleichnamigen Sci-Fi-Kult-Anime Ghost in the Shell aus dem Jahre 1995 basiert. Und im Grunde soll die Geschichte hier auch recht ähnlich wie der Anime sein. In diesem geht es um den Cyborg Matoko Kusanagi alias The Major, einer Cyborg-Agentin für das sogenannte Sektor 9, welche übrigens auch in dem kommenden Film von Scarlett Johansson gespielt wird. In der Zukunft haben Menschen fast alle ihre Körperteile gegen künstliche Elemente austauschen lassen und sind somit zu Cyborgs geworden. Und den Menschen bleiben dann nur noch Teile ihres Gehirns, was ihre Persönlichkeit sichern soll. Deshalb übrigens auch Ghost in the Shell, da der menschliche Körper in diesem Fall nur noch eine mechanische Hülle ist. Eines Tages erscheint jedoch ein Hacker, der sogenannte Puppet Master, welcher dazu in der Lage ist, die Erinnerung der Ghosts zu manipulieren und sogar Cyborgs dazu bringen kann, Verbrechen für ihn zu begehen. Kusanagi muss es deshalb schaffen, den Puppet Master auszuschalten und es passiert danach noch eine Menge anderer kranker Scheiß, den ich jetzt hier nicht spoilen werde, aber glaubt mir, es ist ziemlich crank und cool. Ich bin auf jeden Fall schon seit längerem ein großer Fan von dem Anime und ich war sogar vor kurzem bei so einem specialigen Ghost in the Shell Event in Tokio, wo unter anderem ein paar exklusive Ausschnitte zu dem Film gezeigt wurden und zumindest bei diesen schienen sie sich recht nah an dem Original gehalten zu haben. Also, klingt also schon mal ziemlich fresh. Der nächste Film, auf den wir uns freuen, ist Power Rangers. Wie viele Jungs in meinem Alter bin auch ich mit ihnen aufgewachsen. Ich kann mich erinnern, wie ich immer morgens am Wochenende aufgestanden bin und unbedingt Power Rangers gucken wollte. Wenn man sich die Serie heute ansieht, dann ist das doch leider etwas... Wie auch immer, aber bereits seit dem Anfang 2015 dieser übertrieben heftige Power Rangers Fan-Kurzfilm erschien, waren wir extrem auf einen Langspielfilm gehypt. Und auch wenn der Trailer den Film eher wie eine aufgepimpte Version von Chronicles erscheinen lässt, lässt uns unsere Nostalgie vor Freude tanzen. In dieser Verfilmung geht es um 5 Teenager, die durch Zufall in einem Berg uralte Fossilien entdecken und somit außerirdische Mächte erwecken. Und da, wo es große Mächte gibt, gibt es auch mächtige Bösewichte und somit wird die außerirdische Rita aufmerksam und greift mit ihrer Alien-Armee die Erde an. Nun liegt es in der Hand dieser paar Jugendlichen, die Erde vor der bevorstehenden außerirdischen Gefahr zu bewahren. Go, go, Power Rangers! Okay Leute, wir kommen nun zu einem Film, der natürlich nicht fehlen darf. Vor allem nicht, wenn ich diese Liste vorstelle. Von welchem Film ist die Rede? Es liegt doch offensichtlich auf der Hand. Guckt in mein Gesicht. Vor kurzem haben wir noch Rogue One gesehen, obwohl das schon in 2016 war. Wir haben jetzt 2017. Natürlich, es ist Star Wars Episode 8. Über die Story des Films ist natürlich im jetzigen Moment nicht wirklich was bekannt, aber hier schon mal die Dinge, die wir wissen. Erstens, es ist die direkte Fortsetzung zu Star Wars Episode 7. Hashtag Captain Obvious. Oder Hashtag Darth Obvious? Nee, aber was ich eigentlich damit meinte, ist, dass der 8. Teil direkt da weitergehen wird, wo Star Wars Episode 7 geendet hat. Nämlich mit Rey und Luke und ihrer etwas zu langen und awkward wirkenden Anstar-Session. Willst du was sagen? Willst du vielleicht irgendwas? Soll ich was sagen? Soll ich irgendwas sagen? Ich sag nichts, bis sie was sagt. Ich sag auch nichts. Irgendwann sagt sie bestimmt was. Will ja irgendwann... Ich bin den ganzen Weg hier... Was soll das? Zweitens werden wir wahrscheinlich ein paar neue Informationen über bisher unbekannte Charaktere erfahren, wie zum Beispiel Snoke oder Captain Phasma. Und drittens, wenn wir Glück haben, sehen wir Kylo Ren und Finn, wie sie mit einer sexy Lichtschwertnarbe durch die Gegend stolzieren. Yeah. Ja gut, also wie gesagt, bisher gibt es noch nicht wirklich viele Infos über diesen Film, aber es ist Star Wars. Und muss ich da wirklich noch mehr sagen? Kommen wir nun zum letzten Punkt. Dieses Jahr können sich Marvel-Fans mächtig auf was freuen. Ganze 3 Mega-Marvel-Filme erwarten uns in 2007, nämlich Spider-Man Homecoming, Guardians of the Galaxy Volume 2 und Thor Ragnarok. Ich meine, holy Infinity-Steine, wie geil ist das denn? In dem Thor-Film wird auch Hulk eine große Rolle einnehmen. Anscheinend brauchen die beiden Charaktere das, nachdem sie bei Civil War nicht eingeladen wurden. Am I disappointed that they didn't invite me to fight with them? No. Jetzt feiern die halt ihre eigene Party. Hoffentlich wird das aber kein Civil War für Arme. Aber hey, die Vorfreude ist groß. Wer den Trailer zu Guardians of the Galaxy 2 gesehen hat, wird sich bestimmt auch so sehr freuen, wie wir es tun. Der Trailer war schon echt oberwitzig, unter anderem, weil die Charaktere einfach zu geil sind. Drax und sein Lachanfall am Ende, Rocket sowieso und am meisten sind wir wohl auf Baby Groot gespannt. Aber kommen wir nun zu unserem Le Film, den wir am wenigsten abwarten können. Ich weiß, mein Französisch ist echt très bien. Es geht nämlich um Spider-Man Homecoming.
Das krasseste an einem weiteren Reboot von Spider-Man innerhalb von 15 Jahren ist, dass er endlich zum Marvel Cinematic Universe gehört. Die exklusiven Rechte für eine Verfilmung von Spider-Man lagen ja bisher immer bei Sony und erst vor Civil War konnten sich Marvel und Sony auf ein Abkommen einigen. Aber somit kann Spider-Man nun endlich mit den Avengers abhängen. Denn auch in den Comics ist Spider-Man genauso wichtig wie jeder andere Avengers-Charakter auch. Wir waren anfangs sehr skeptisch, ob nach Tobey Maguire und Andrew Garfield jetzt ein viel jüngerer Spider-Man überhaupt passt. Aber dazu muss ich sagen, in Civil War hat er uns echt positiv überrascht und vor allem jetzt nach dem ersten Trailer sind wir einfach nur mehr als mega gespannt, wie die neue Spidey-Version abschneidet. Tja, ich kann nur noch sagen, Marvel Baby, her mit den Filmen. Ich nehme sie alle. Leute, falls ihr jetzt noch ein paar lustige Outtakes und Patzer aus Filmen sehen wollt, wie zum Beispiel das hier. I can't do this. I'm not... Oh my god. I'm gonna hit. Dann checkt auf jeden Fall mal den Link in der Videobeschreibung oder klickt auf diese Annotation hier. Ansonsten wünschen wir euch ein echt schönes, erfolgreiches und vor allem gesundes 2017 und freuen uns auf die ganzen zukünftigen Projekte und Videos.